Hey Leute, was geht? Willkommen zurück zu Let's Play Minecraft! Im letzten Part haben wir zwei Zombies, eine Spinne und einen Diener umgebracht. Für mich ist das jedenfalls ziemlich viel, meine ich. Für meine Verhältnisse, jetzt meine ich ihn, so wie ich gerade bin. Und wir haben Glück. Wir haben eine Ader gefunden von einem Haufen von Kohle. Oh Gott, Ich spüre schon alles, was ich braten kann damit. Yum, 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 yum. Wir haben auch Fackeln eigentlich erstellen können. Und jetzt bricht, glaube ich, langsam auch Tag wieder an. Das ist nice. Das ist sehr nice. Nein, ehrlich. Eine Höhle. Oh, das merken wir uns. Irgendwann gehe ich auch mal in der Höhle. Das verspreche ich euch. Aber wir müssen das Hotel, die Villa, vor den bösen Zorn retten und fuck the shit I'm up, fuck the shit I'm up, no thanks, don't know me, komm mal her, Creeper, komm her, wieder meinen ersten Creeper umbringen. Was, bist du zu feige? Bist du ein Mann oder eine Pussy? Komm her. Creeper umgebracht, Leute. Der Part fängt schon mal richtig gut an. Ja, leider im letzten Part haben wir dann auch hier eine Hexe getroffen. Die hat auf mich gewartet. Ich bin so froh, dass ich diesen einen Weg hier gebaut habe, um da hochzukommen. Oh, ein Enderman. Nein, 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 nein. Was machst du? Oh, Jesus. What the fuck? Was macht er? Nimmt er mir etwa meine Mauer auseinander? What? Wo ist er hin? Bitte, Sonne, verbrenn den Kerl! Hm? Ich bin immer raus, ich bin immer raus. Ich bin mal drin, meine ich. Ich bin immer drin. Don't mind me, my script was done for me. Nein, danke, ich akzeptiere keine Werbung. Nein, 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 nein. Ich kaufe nichts. Nix da, ich kaufe nix von dem Enderman. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Jesus. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so schnell den Enderman treffe. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Rohes Schweinefleisch. Super. Wieso ist der Mann da? Verdammt! Blume, hörst du mal auf, dich rumzubewegen? Nein, das gefällt mir sowas von gar nicht. Nein, 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 nein. Just in case, was ich kämpfen muss. Also der... Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Gott, der macht mich fucking nervös, Mann. Nicht in die angucken. Die Tarn behauptet zwar, dass das nichts ausmacht, aber... Wie bekämpft man Endermans? Was ist ihre Schwäche? Diamant ist das Stärkste, ja, das weiß ich aber auch. Mir sieht gerade in diese Diamanten ausgegangen, Leute. Was mache ich? Was soll ich da machen?
das Essen ist fertig schon mal. Etwas. Ups, falsch. Dass da ein Enderman ist, macht mich vollkommen kirre, Mann. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir sonst gar nicht. Kann der sich bitte mal verpissen, Mann? Ey, du. Verpiss dich. Verpiss dich, bitte. Na gut, dann nicht. Willkommen in der Nachbarschaft. Dann sollte ich mal die Kohle in Sicherheit bringen. Die Wolle sollte ich mal nehmen. Ich weiß ja nicht, ob ich nur 2 brauche oder nicht. Bett, ein einfaches Bett, ein schönes, kuscheliges Bett will ich. You fucking serious right now, ich brauche. Wieso hab ich. Ich hab doch die umgebracht. Hallo? Beten wir einfach mal drum, dass dieser Enderman nicht mehr da ist, wenn ich wieder da bin, von meiner Jagd nach einem Schaf. Hallo? Ja, klappt doch wie geschmiert. Jetzt habe ich schon den Notausgang. Okay, ein Schaf. Was finde ich dafür einen Diener? Hi. Ich mache nichts. Ich mache dir nichts, wenn du mir nichts machst. Na toll. Nein! Na toll, da ist ein Schaf gewesen. Toll. Ich muss mich jetzt beeilen, Beeilung. Die Villa, Ziel, Villa. Beeilung. Keine Sache, keine Zeit. Cool, dass hier cool ist, weiß ich. Ich muss mich aber beeilen, wenn ich meine Sachen nicht wieder kriege. Das Kerl! Ja, Schaf, jetzt bist du da, ne? Hättest du dich nicht ein bisschen beeilen können? Nur ein bisschen. Hoffentlich hat aber mein Tod jetzt wenigstens den dafür gesorgt, dass der Enderman nicht mehr da ist. Denn ein Tod durch einen Enderman, das will ich nicht erleben. Leute, das könnt ihr aber wissen. Oh nein, da ist er noch. Meine Sachen. Mein ganzer Scheiß. Leute, ganz toll. Toll. Ah. Kannst du mal bitte Pause machen? Stopp. Ich konnte mein Schwert nicht entzücken, Mann! Was ist das? Du Scheißkerl! Wenigstens bin ich jetzt etwas näher ran. Das war dich hatte ich vor. Falls ich sterbe, dann bitte in der Nähe meines Spots. Schnell. Einfach ausschauen nach einem verrückten Villager mit einer Axt. Wenn ich mich nicht ganz irren müsste, müssten meine Sachen gleich dahinter sein. Oh.
Oh, ich dachte gerade, du wärst der Villager. Oh Gott, oh Gott. Hallo? Nein, 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 nein. Halt, halt, stopp, stopp. Jetzt komm mal rein, Freundchen. Ja, stopp. Ja. Ich habe einen Smaragd gekriegt für den Tod dieses Arsches. Oh Gott, yes, ist das befriedigend. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah. Jetzt muss die Person auch dafür bezahlen, das Wesen dafür bezahlen, warum ich überhaupt rausgegangen bin und wegen dem gestorben bin. Schaf, komm her, du Schaf. Stirb. Wo bist du? Hi. Stirb! Ja, da guckst du was, Villa. Ich habe schon wieder einen deiner Diener umgebracht. Und schon wieder habe ich einer deiner Schweine umgebracht. Die Diener sind ja auch richtige Schweine, Leute. Ich sag's euch. Oh, ein herrlicher Tag heute. Schön, sehr schön. Kannst ruhig versuchen wegzurennen. Ob es klappt, kann ich dir aber nicht garantieren. Nein. 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 Nicht wahr? Nicht wahr? Nein. 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 Nein? Gut. Mann, es wird schon Nacht, schon wieder. Oh Gott, nein. Aber es kann mir egal sein, denn wenn jetzt klappt das, was ich vorhabe, dann wusch, pfeife auf die Nacht. Ich pfeife schon drauf. Enderman, bist du weg? Sag mir bitte, dass du weg bist. Der Bastard hat's gewagt, einer meiner Blöcke zu nehmen. Spaß, ich sollte ihn sofort wegen Diebstahl anzeigen. Oh nee, warte, geht ja nicht, denn ich mache das ja selber die ganze Zeit. Oh, zum Glück kann ich ja nichts spawnen, Leute. Ich bin sowas von froh. Ich bin zu Hause! Ihr werdet nicht raten, was passiert ist, oder? Den Smaragd muss ich erstmal in Sicherheit bringen. Meine Trophäe, meine allererste Trophäe. Oh Gott, um Gottes Willen. Nein. Ja, Grundsnorst soll sehr wie du willst. Juckt mich in den Scheiß. Nicht dein Ernst, jetzt mangelt es an Holz oder was? Das ist alles die Schuld deines Kollegen, Mann. Ups. Nochmal rauszugehen, richtig, ist mir zu blöd. Dieses Bop, 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 das hat mich jetzt gerade richtig erschrocken. Das Hotel muss wieder dran glauben. Sorry, ist aber so. So ist das Leben. Ich glaube, ich brauche Bier. Gut, Bier. So, einen fairen Tausch mache ich auch. Keine Sorge.
Okay, ich riskier's. Geh runter und YOLO. Ich schaff das. So, jetzt schaff ich's. YOLO! Perfekt. Gut, keine Erde mehr. Ist mir nicht egal. Scheiße. Da muss ich eben durch. Nein, wisst ihr was? Scheiß drauf. Schönes Bettchen. Gleich. Hierhin. Perfekt. Gute Nacht, Leute. Ich bin jetzt endlich mal. Ah, yes. Es ist schöner Tag. Es ist ein wunderschöner Tag draußen. Vögel singen, Blumen blühen. An solchen Tagen sollte Kinder wie du Villager mit Äxten in der Pölle schmoren. Yummy. Okay, mit nix in den Händen begeben wir uns auf unsere Reise. Was sammeln wir diesmal? Ich weiß, was wir sammeln. What? Oh Gott, hatte ich gerade Angst. Drei Holzschwerter, ein Steinschwert und ein was war's denn? Holzspitzhacke. Okay, das ist genug, um loszulegen. Unser Ziel heute, wieder genug Kohle zu holen. Und Steine natürlich auch. Wir müssen gut sein. Wir brauchen aber auch Holz. Gut. Gut. Ja, perfekt. Wir brauchen noch etwas Erde. Perfekt. Etwas Erde haben wir schon mal. Gut. Ich weiß zum Glück, wo es Kohle gibt. Muss nur sicher gehen, dass ich wieder da bin, bevor es dunkel wird. Schön. Hühner. Oh, ein Ei hast du gelegt. Dafür verdienst du einen schnellen Tod. Bitteschön, keine Sorge. Siehst du, hat nicht wehgetan. Oh, ich dachte gerade, da kommt ein Zombie. Super. Schöne Musik. Was mir aufgefallen ist, ist, dass ich noch gar nicht den Eingang der Villa gefunden habe, lol. Wahrscheinlich ist es so, dass einige sich erst denken. Was? Echt jetzt? Dein Ernst? Das war jetzt nicht meine Katze. Irgendwo hier war Kohle, das weiß ich ganz genau. Darauf verwende ich meinen Kanal. Oh, ja, schon gefunden. Do 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 do
stürmen jetzt alle. Gut, ja, das war super. Sollen wir mal öfters machen. Perfekt. Diese Kohle, die ich jetzt sammle, ist für weitere Fackeln. Wir müssen weiterhin alles beschlagnahmen. Mit Licht. Und so sicher gehen, dass nie wieder Diener in unsere Nähe kommen können, außer draußen. So, ich glaube, das habe ich schon mal genug. 27, nicht schlecht, wenn dann anfangen, Leute. Gar nicht schlecht. Titan meinte auch, ich hätte großes Glück gehabt, dass ich in der Nähe der Villa gespawnt bin. Wie man es nimmt. Ich hatte Glück, dass er mich darauf aufmerksam gemacht hat, denn sonst wäre ich immer einen großen Bogen um die Villa gegangen. Ganz im Ernst. Und wäre auch nie in die Idee gekommen, auf die Idee gekommen, dass ich die Villa einnehmen möchte. Hey, ich habe eine Idee. Lasst uns mal dorthin gehen, wo wir Lava gesehen haben. Einfach nicht lassen. Tada. Dieser eine Ort war ziemlich gut bewacht, Leute, ich sag's euch. Habe ich es geschafft, aber da auch durchzukommen, ohne dass mich jemand bemerkt hat und dabei eine Spinne umzubringen. Ich meine, das ist mal gute Leistung. Die Spinne, als sie das bemerkt hat, hat sie nur noch einen Schlag gesehen. Besser gesagt, ein Schwert. Perfekt. Hier, genau, hier runter. Bitte, dass ich nicht falsch gabe. Knapp vorbei. So. Bin unten. Yay. Ja, hier in der Nähe war auch Kohle. War ganz, ganz, ganz viel Kohle. Serious? Halt's Maul, Mann! Immer auch du gerade bist. Ach, come on! Wenn du sterben willst, dann musst du nur kommen. Wo bist du? Sag's mir. Ich helf dir auch schon. Keine Sorge, wo? Hallo? Bist du da drinnen? Wenn du nicht herauskommst, dann ist es dein Problem. Bist du schuld, dass du das Paradies vom Sterben verpasst. Hier unten ist Lava. 3, 2, 1, da. Nice. Dass hier auch in der Nähe Bäume wachsen können. Oh, cool. Ah!
muss mindestens eine spitze Hacke abgeben. Oh. Fuck. Egal, ich hab Kohle. Ich wusste doch, wenn Lava in der Nähe ist, kann Kohle auch nicht weit weg sein. Oh, wird schon dunkel. Was schon? Der Tag ging ja schnell vorbei. Oh, das ist riskant, aber... So, jetzt nicht mehr. Ab. Ah, perfekt. Scharf, du bist doch nicht so bescheuert gewesen, du bist da reingesprungen, oder? Ah, nee, bist du nicht. Du bist schlau genug, um darauf zu warten, dass ich dich schlachte und dann mir was Schönes gönne, nicht wahr? Da, da, da. Kriegst du nicht. Nein! Nein! Nein, nein, nein! Nein, 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 nein! Nicht mit mir! Nicht mit mir! Nein, es ist schon zu lange her, dass ich durch deine Hand gestorben bin. Nein, nein, da will ich jetzt nicht nochmal damit anfangen. Hallo, ich bin zu Hause und ich habe Erde mitgebracht. So kann uns niemand mehr belästigen. Yay! Also gut. Genug. Jetzt haben wir, glaube ich, genug für ein paar Fackeln. So. Das war dann wohl. So. Perfekt. Ich will jetzt nicht riskieren, dass nochmal so ein Enderman rüberkommt. Deswegen. YOLO. Hallo? Gut. Noch niemand da. Bleib fern. Ich habe Feuer. Hab Feuer und werde es benutzen, wenn es sein muss. Spinne, bleib draußen. Ich habe Feuer. Nicht gut für deine Gesundheit. Sieht doch schön hübsch aus. Der Enderman hat die Erde von da drüben hierher transportiert. Wieso hat er das gemacht? Hat das. Was hat er da? Ich habe keine mögliche Herstellung anderer Verzauberungen. Yay! Cool! Dann würde ich sagen, dieser Raum hier ist clear. Oh, warte, warte, sicherheitshalber. Oh nein, stopp. So. Das da ist der Weg.
wenn du so unbedingt so dringend sterben willst, wo bist du? Komm her, ich beende dein Leiden. Nein? Warum denn? Komm, wolltest du doch noch. Ja, jetzt ist es etwas zu spät. Hättest du dich mal gerade vielleicht 15 Sekunden früher gemeldet. Mann, dass die Leute die sich auch nicht entscheiden können, Mann. Was? Jetzt halt die Fresse, Mann. Was willst du, Mann? Oder bist du da draußen, hä? Bist du da draußen und willst rein, hä? Bist du da draußen und willst rein, hä? Was jetzt? Entscheide dich gefälligst. Ist das dein Ernst, Mann? Wo bist du jetzt, Gott, verdammt nochmal, entscheide dich gefälligst. Oh, ich habe vergessen, das jetzt zu machen. Dieser Ort ist mir irgendwie zu wertvoll, deswegen will ich dafür sorgen, dass er nicht, nie, unter gar keinen Umständen wieder unter den Händen dieser Fieslinge ankommt. Oh, hier oben könnte er nur spawnen. Ich habe eine Idee. Yay! Yay! Sieht doch schon viel besser aus. Und da am Schwanz noch. Ja, jetzt ist es eindeutig gewusst. What the fuck? Jemand läuft rum und macht meine Barrieren auf. Was zum Henker, was soll das? Scheiße. Hoffentlich. Ja, ich wurde in der Nähe des Betts. Warte, alleine irgendwie. So nett, Freundchen. So nett. Niemand legt sich so einfach mit Meister D. Mysterium an. Ne. Nicht mit mir, Freundchen. So. Ein ganzer Schiedsdreck. So weit müsste das alles sein, glaube ich. Oder? Jo. Ich wette, das sind die Endermen, die da ständig rumlaufen und meine Barrieren wegmachen. Das ist unerhört. Das erzählst du ihren Müttern. Noch irgendjemand, der sterben möchte? Freiwillige vor! Oh shit. Ah! Nein. Nein! Nein! What the fuck? Okay, dann heißt es Krieg. Friss das, yes! Jesus! What the hell? Die Fackeln! Scheiße, wo sind die Fackeln? Nein, ich hab die Fackeln verloren. Nein. Oder? Oder nicht? Falscher Alarm. Zeit, dass ich diesen anderen Ort schon lag. No more mana! Kennt ihr das von dem Spiel Telltale? No more mama, no more skeletons.
No more Diener. Warte, ist das Loch immer noch da? 3, 2, 1. Ja, das, wodurch ich runtergefallen bin. Ich bin wie ein Engel runtergefallen. So. Sieht doch ganz nice aus. So, viel besser, Leute. Viel besser. Wow. What? What? Wow. Wow. Ich bin fucking nochmal weg. Ich habe zwei Katzen gefunden. Oh Jesus, das erklärt so einiges. So, jetzt ist es Kunst. Ich habe mich schon gewundert, warum hier nichts ist. Schöner Tag heute. Ja, ein schöner Tag. Also Leute, ich würde jetzt was sagen. Hier verabschiede ich mich von euch und wir sehen uns beim nächsten Mal bei Let's Play Minecraft. Bitte Daumen hoch nicht vergessen, abonnieren, falls ihr das noch nicht getan habt und tschüss.